Respekt ist, glaube ich, ziemlich schwer zu definieren, weil der Respekt sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt, wie zum Beispiel Höflichkeit, Anerkennung, Verantwortung, Toleranz, Beachtung. Und ich glaube, dass so eine einzige Definition von Respekt sehr, sehr schwer ist. Deswegen ist es für mich so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Höflichkeits-, Verantwortungs-, Beachtungs-, Toleranz-, Dingen, die einfach zusammenspielen im respektvoll gegenüber dem anderen. Auf dem Platz ist es schon relativ, ist schon länger her, dass ich jetzt mal wieder irgendwie dumm angemacht wurde wegen meiner Hautfarbe. Aber ich habe ja auch schon mal in Holland und in Frankreich gespielt. Und in Deutschland natürlich am meisten und die längste Zeit. Und ich glaube, viele Deutsche denken vielleicht, dass einfach nur in Deutschland das Problem da ist, dass man irgendwie anders Aussehende schlecht behandelt oder beschimpft. Aber das Problem gab es auch in Frankreich, das Problem gab es auch in Holland. Und ich glaube, da ist man in Deutschland nicht oder auf jeden Fall nicht alleine. Respekt in den verschiedenen Kulturen hat viele Dinge gemeinsam, das respektvoll miteinander umgehen. In Mali zum Beispiel hat man sehr hohen Respekt vor den Älteren zum Beispiel. Das ist aus dem Dorf, aus dem mein Vater kommt, in Mali ist zum Beispiel der Älteste auch der meist respektierteste. Und das hat auch vielleicht was mit einer Lebenserfahrung zu tun und mit Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und sind einfach Leute, die älter sind, einfach auch vielleicht reifer und mehr Lebenserfahrung haben, einfach die besseren vielleicht Ansprechpartner in Situationen oder in Problemen, die sich einem stellen. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man vielleicht interkulturell so ein bisschen erzogen wird, weil man von verschiedenen Kulturen was mitkriegt. Man merkt einfach, dass es nicht nur diese eine Art auf der Welt gibt, sondern es gibt verschiedene Arten auf der Welt und man kann auch gut zusammenleben. Man muss sich nicht unbedingt immer bekriegen, auch wenn es in erster Linie keine vielleicht große Unterschiede auftreten. Man kann irgendwie doch miteinander und man muss vielleicht schauen, dass man die Unterschiede überwindet. Und es gibt so viele Gemeinsamkeiten auf der Welt, dass, glaube ich, dass man zeigen kann, dass alle Leute miteinander leben können, egal wie groß die Unterschiede auch sein mögen. Und bei den großen Unterschieden gab es bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel nicht, weil ich glaube, wenn es dann wiederum zu große Unterschiede gibt, dann geht man nicht aus dem Weg. Aber meine Eltern sind immer noch verheiratet, glücklicherweise, leben glücklich miteinander und ich hoffe, dass es natürlich auch so weitergeht. Aber einfach vielleicht so eine Vermischung von verschiedenen Kulturen und eine Vermischung von verschiedenen in Anführungsstrichen Völkern, bringt auch ein gewisses Verständnis, auch diese gewisse Toleranz, diese gewisse Anerkennung und Verantwortung auch anderen gegenüber. Und das war, glaube ich, nicht so schlecht in meinem Verlauf meines Lebens bis jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht in den Vereinen, in denen ich gespielt habe. Und ich denke, dass es auch eine Art Respekt ist, mit anderen Leuten umzugehen. Wenn man mal eine Mannschaft sieht, es können zwar nur 11 spielen, aber meistens sind es 25 bis 30 Leute im Kader plus die Leute drumherum, kommt man vielleicht mit 40, 50 Leuten, mit denen man alltäglich zu tun hat. Und die kommen auch aus allen möglichen Ländern der Welt und alle verstehen sich gut. Und da sieht man, dass die Herkunft oder die Religion oder die Überzeugungen vielleicht in den Hintergrund rücken und man trotzdem als Team und als Mannschaft gut funktionieren kann. Das ist auch glaube ich, ein gutes Beispiel für Respekt. Es gibt wenige Spieler in Mali, die wirklich auch noch in Mali spielen. Die meisten sind in Europa verteilt. Viele spielen auch in den richtig guten oder krassen europäischen Ligen. Und dort ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für Respekt. Wir kommen alle zusammen, wir sitzen alle an einem Tisch, egal ob der eine bei Real Madrid spielt oder bei Barcelona oder der andere irgendwo in der zweiten Liga. Deutschland ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Jetzt sage ich mal, vielleicht in der zweiten Liga was weiß ich, in Aserbaidschan oder so. Und man merkt trotzdem, irgendwie respektieren sich alle, irgendwie kommen alle wieder
in Anführungsstrichen auf den Boden der Tatsachen zurück. Man kennt sich, man hat sich kennengelernt, man respektiert den anderen.